Leute, heute zeige ich euch die neue Beanstalk herum. In dem Fall, das erste, was wir tun, ist den Cache löschen und die Partition, ja, die Partition des Caches und die Daten und so weiter. Insofern nehmen wir auch gleich den Dalvik Cache, den wir löschen. Ihr seht, ich benutze einen Sony Xperia Z. Das war's schon. Dann gehen wir hier auf Install Zip. Ich denke, ich habe ihn auf der SD-Karte, auf dem internen Speicher. Meine Güte, da wäre echt eine ganze Menge Sachen drin. Jetzt schauen wir mal, wo habe ich es denn? Beanstalker da oben ist sie doch. Beanstalker, ich habe diese ROM eine ganze Weile benutzt, hatte sie dann eine Weile nicht benutzt. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil keine Updates kamen. Und im. Jetzt lasst mich überlegen. Gestern gab es ein neues Update von der Beanstalker-ROM. Dementsprechend möchte ich die heute ausprobieren und werde euch das Ergebnis dazu gleich zeigen. Ich flashe also jetzt, wie gesagt, gerade die ROM. Bin mal gespannt. Die letzte hat mir sehr, sehr gut gefallen. In der Zwischenzeit gab es eben dann ein paar Erweiterungen für alle möglichen anderen ROMs, wie zum Beispiel Carbon, meine momentan noch favorisierte ROM. Ähnlich wie Paranoid Android hat ordentlich was weiterentwickelt, fand ich auch super. Dann gab es die Existence Ultimate, die offizielle, sage ich mal, Sony KitKat 4.4 ROM. Gemacht von Nierbock, hervorragende ROM, um ehrlich zu sein. Hat mir auch sehr gut gefallen, wenn man eben Stock-ROMs mag. Ich persönlich vermisse eben an Stock-ROMs einfach immer die Personalisierungsmöglichkeiten, muss dazu immer eine ganze Menge Exposed-Module benutzen, die allerdings wieder Speicher und Geschwindigkeit fressen. In dem Fall war es dann jetzt letztendlich bei mir so, dass ich bei der Carbon-ROM geblieben bin, weil die für mich eigentlich so an Personalisierungsmöglichkeiten und an Dingen, die ich mit dieser ROM eben treiben kann, das meiste bereithielt. Dementsprechend heute Beanstalker-ROM. Ich lasse jetzt gerade mal die Google Apps weg und zeige euch einfach die ROM. Ach super, hier im Hintergrund sieht man mich über meiner Kamera hängen praktisch. Und dahinter sieht man dann auch schon die Ecke von meinem Fernseher. Ist natürlich wunderbar. Jetzt sehen wir dann gleich die Beanstalker-Boot-Animation. Wie ich das in dem Video mit den 5 besten Boot-Animationen, wie ich sie finde, gezeigt habe, gibt es die Beanstalker-Boot-Animation auch in Schwarz. Dementsprechend wird es jetzt alles ein bisschen dauern, denke ich, bis diese ROM sich hochgefahren hat und startet. Wie ihr sehen könnt, hier sind diese netten Flares, die hier oben rauskommen. Also die Boot-Animation an sich ist sehr schön gemacht, keine Frage. Mir persönlich gefällt sie aber mit dem schwarzen Hintergrund deutlich besser, weil es halt einfach nicht so grell, wenn ich mein Handy einschalte, gerade wenn es in der Nacht ist oder wenn es dunkel ist oder so, ist das schon extremst hell. Dementsprechend, wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen. Ich werde auch noch ein kurzes Video machen, wie ich denn die Exposed-Module einstelle, beziehungsweise überhaupt den Exposed-Installer zum Laufen kriege, beziehungsweise welche Module ich benutze, was habe ich für Möglichkeiten mit diesen Modulen und so weiter. Jetzt hoffe ich, da ich die Beanstalker-ROM selber noch nicht ausprobiert habe, dass sie überhaupt bootet und ich das nicht hier umsonst mache. Im Allgemeinen dauert natürlich immer eine ganze Weile, das ist immer ein bisschen abhängig von ROM zu ROM. Manche sind etwas schneller, also die letzte Carbon-ROM zum Beispiel, der letzte Bild der Carbon-ROM, bootet extrem schnell. Die Beanstalker braucht er jetzt ein wenig. Aber nachdem es jetzt hier so wunderschön. So, Beanstalker-ROM läuft, den Rest zeige ich euch als Displayaufnahme. So, zweite Runde kann kommen. Wir haben jetzt gerade die ROM geflasht. Ich habe jetzt mein Google-Konto noch verbunden, denn im entgegengesetzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe beim Flashen, ich habe die Google-Apps nicht geflasht. Die wurden mit der ROM jetzt gerade geflasht, was ich beeindruckend und recht klasse finde. Dementsprechend, Entschuldigung, habe ich mein Google-Konto schon verbunden, habe mir den Screen Recorder Pro runtergeladen
Und wir schauen uns die Beanstalk auch mal etwas genauer an. Hier oben kann ich Paranoid Androids Hover aktivieren. Schon mal Feature Nummer 1, finde ich schon mal sehr gut. Hier die Schnelleinstellungen, werden gleich sehen, die kann man bestimmt noch verändern. Hier die üblichen verdächtigen Beanstalker Options, Halo, Respekt, Hover und Darkstalk. Halo, ihr erinnert euch noch, ist die andere Benachrichtigungseinstellung, die ihr in Form eines Kreises am Bildschirmrand sehen werdet. Zeige ich nachher noch schnell. Hier erstmal auf Darkstalk klicken, um die dunkle, okay. Das bringt uns erstmal in den Sperrbildschirm zurück. Die System-UI scheint neu gestartet zu haben. Dann habe ich hier noch die Bildschirmsperre, die Designs, alle anderen üblichen Verdächtigen. Und einmal frei. Entwickleroptionen sind schon freigeschaltet. Ihr müsst die nicht extra über die Klickerei auf die Bildnummer machen. Ich habe hier Android 4.4.4. Und wir schauen uns das Ganze etwas genauer an. Beanstalker Optionen, hier kann ich die Statusleiste verändern, die Uhr, die Batterieanzeige und so weiter und so fort. Standby durch doppeltes Tippern, das probieren wir nachher gleich mal aus. Machen wir doch gleich. Zweimal auf die Statusleiste tippen, schaltet das Telefon aus, den Bildschirm zumindest, und zweimal auf den Bildschirm tippen, weckt es wieder. Hervorragend, funktioniert einwandfrei. Benachrichtigungen, hier hätten wir noch Heads Up, gleich mal anschalten. Hier hätte ich noch eine Erinnerungsmöglichkeit hier oben, ihr seht das unter der Uhrzeit, scheint einwandfrei zu funktionieren. Hier kann ich die Kacheln anordnen, wenn ich hier neue haben will. Einen kurzen Überblick gibt es hier. Oh, danke. Ich war schneller als die ROM, hervorragend. Das passiert mir in meinem Alter jetzt auch nicht mehr allzu häufig, um ehrlich zu sein. So, hier könnte ich alles Mögliche hinzufügen. Ihr seht sogar noch einen extra Kontakt, könnte ich einfügen, außer meinen eigenen. On-the-go-Mode, hervorragend. Ich bin schon fast beeindruckt. Shake-Events, sieht gut aus. Hier kann ich alles Mögliche einfügen. Wie gesagt, die Kacheln ändern, Vibrationen, Stil, Hintergrundstil und so weiter und so fort. Dann haben wir Alarme. Da kann ich zum Beispiel den Alarm einstellen, falls meine Batterie relativ niedrig sein sollte. Display und Animation. Hier habe ich alles Mögliche. Screen Recorder. Hier kann ich meine Fortschrittsanzeige zum Beispiel ändern und so weiter. Sieht ganz gut aus. Exposed Framework ist scheinbar auch installiert. Dann hätten wir als nächstes die Ein-Aus-Taste. Hier kann ich anzeigen oder einstellen, was in dem Ausschaltmenü angezeigt werden soll. Dann haben wir die Gesten einwandfrei, probieren wir gleich mal aus. Hier an der Seite links soll es funktionieren. Die Geste, ich gebe eine ein, und zwar für, sagen wir mal, Google Chrome. Und zwar hätte ich gerne diese Geste. Okay, das probieren wir jetzt danach gleich mal aus. Hier könnte ich noch die Breite und so weiter und so fort einstellen. Ein Batteriesparmodus. Hier könnt ihr alle möglichen Optionen einstellen, wie ihr denn bitte gerne Batterie sparen möchtet. Hier haben wir den Driving Mode, also wie sich das Handy beim Fahren verhalten soll. Auch eine super Option. Die Navigationsleiste könnt ihr natürlich hier verändern. Beanstalk Pi. Das ist die Pi Control. Ich benutze die eigentlich in jeder ROM. Wenn sie nicht mit eingebaut ist, hole ich sie mir über das Exposed Modul Gravity Box. Ist dann zwar vielleicht nicht so schön und nicht so viel konfigurierbar, aber ich habe zumindest eine. Funktioniert einwandfrei. Ich denke, ich kann die auch rumschieben. Genau, einwandfrei funktioniert doch. Das ist die Pi Control. Dann haben wir Shake Events. Da könnt ihr einstellen, wenn ihr euer Handy links und rechts schüttelt, was denn zum Beispiel passieren soll. Probiere ich jetzt nicht aus. Ist eine Funktion, die ich so gut wie nie bisher benutzt habe. Ist mir aber auch noch fremd, wahrscheinlich, weil sie neu ist und ich bin ja schon was älter und für ältere Leute ist was Neues immer was Unbekanntes und für unbekannte Sachen hat man einfach nicht so viel im Kopf. Irgendwann schaue ich mir das bestimmt mal genauer an. Build Prop Mods, hier gibt es verschiedene Modifikationen, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie wirklich ausprobiert. Ich habe immer mal reingeschaut und dachte mir dann immer, ach komm, läuft doch super, wieso soll ich da irgendwas ändern? Beanstalk Edit Descript, okay. Also hier könnt ihr noch zusätzliche Funktionen einstellen, die allerdings
eher für Entwickler gemacht sind als für den Normalverbraucher, wie ich jetzt zum Beispiel einer bin. Also ich lasse da meistens die Finger von weg. Hier bei grundsätzlichen Einstellungen habt ihr noch ein paar Möglichkeiten, was ihr ändern könnt. Und bei gemischten Einstellungen gibt es hier auch noch ein paar Kleinigkeiten, die ihr euch einstellen könnt. So, ich hoffe, das war jetzt mal ein grober Überblick über die Beanstalk Options. Wir wissen jetzt, wir haben Paranoid Androids Hover, wir haben Heads Up, wir haben die Pi Control, wir haben ganz normal die Navigationsleiste und jetzt haben wir dann auch gleich noch Halo. Und ich finde es echt beeindruckend, dass eine ROM draußen ist, die praktisch mit Halo, Hover, Pi Control funktioniert. Und, ach ja, wartet mal kurz. Und mit Gesten. Der absolute Wahnsinn. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich bin echt schwer beeindruckt, ich kann es leider nicht anders sagen. Also Halo funktioniert auch, hier habt ihr die restlichen Einstellungsmöglichkeiten. Beanstalk hatten wir schon an. Dann schauen wir uns geschwind die Bildschirmsperre an. Hier kann ich alle möglichen Dinge zur Bildschirmsperre einstellen. Moment mal. Hier kann ich Anwendungen auf den Kreis legen. Klar, logisch. Hier kann ich 8. Shortcuts. Super. Hier könnte ich Verknüpfungen auf den Startbildschirm legen. Lockscreen Notifications. Was haben wir hier noch drin? Notification Peak. Hervorragend. Was es nicht alles gibt bei dieser ROM, ist ja fantastisch. Ich muss mich allerdings entscheiden, will ich Peak haben oder möchte ich die Lockscreen-Benachrichtigung angezeigt haben mit Pocket Mode, also dass, wenn ich das Handy aus der Tasche ziehe, dass es bei einer Benachrichtigung oder grundsätzlich anschaltet und ähnliches. Ja, super. Einwandfrei, ich bin echt schwer beeindruckt. Theme Style. Hier kann ich auch das Icon ändern, wenn mir lustig ist. Vom Entsperrring praktisch und die Farbe der Dots ändern und ähnliches. Gemischte Einstellungen. Batterieanzeige rund um den Entsperrring. Double Tap to Sleep. Transparenter Bildschirm. Blur-Effekt. Ja, super. Notifications on. Lockscreen. Das, ach, Entschuldigung, hatten wir schon. Hier kann ich noch Widgets bearbeiten, das Uhr-Widget bearbeiten und eine Taschenlampe anschalten. Ja. Also ich bin wirklich extrem schwer beeindruckt. Gefällt mir sehr, sehr gut diese ROM bisher. Ich bin echt begeistert. Bis auf diesen Punkt. Gut. Also es scheint so, als hätten sie alles richtig gemacht. Bis auf das, dass sie die neue Theme Engine noch nicht eingebaut haben. Also das ist jetzt ein Manko für mich. Das ist ein relativ großes Manko, ehrlich gesagt, für mich. Weil ich liebe diese Themen, die es in der Zwischenzeit alle gibt. Ich benutze deswegen eben auch gerade entweder die Paranoid Android oder die Carbon ROM. Das ist jetzt allerdings ein bisschen schade. Muss ich jetzt schon sagen. Performance Control. Tja. Alles in allem, diese ROM beeindruckt mich wirklich. Also wir haben Hover, wir haben Heads Up, wir haben Hover, Paranoid Androids Halo, wir haben die Pi Control. Wir können wirklich scheinbar alles an dieser ROM einstellen und ändern, wie wir lustig sind. Finde ich super. Gibt von mir 3,5 Daumen nach oben. 5 Daumen nach oben gibt es, wenn der Theme Chooser, der neue, auf dieser ROM auch läuft. Dann ist sie absolute Oberklasse. Ich werde die jetzt noch auf Stabilität und Akkulaufzeit testen. Und ja. Das war's dann erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die neueste Beanstalker-ROM geben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie immer bitte Daumen nach oben bzw. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bewegt was und danke fürs Zuhören.